kommt ein Leid dazu, dass er hierher kommt in die Steiermark aus fernen Landen, weil du bist ja, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Ja, Brandenburg. Mitgrabst sozusagen und mitforscht in der Geschichte. Was treibt dich ins Grab? Eigentlich ganz einfach zu erklären. Ich hatte eine sehr gute Geschichtslehrerin in der 5. Klasse und die hat mich für alte Geschichte so heiß gemacht, dass daraus das Hobby Archäologie geworden ist. Und vor der Wende war das einfach nicht möglich. Und nach der Wende habe ich mir dann den Wunsch erfüllt, dank der Zeitschrift Antike Welt und deiner Annonce, Kurt. Amateure können an einer Grabung teilnehmen und das habe ich mir jetzt schon zum 4. Mal erfüllt. Herzlichen Dank dafür. Frauenberg, was ist da passiert? Wie siehst du die Grabung? Hochinteressant, weil drei Sachen zusammenkommen: keltisch, römisch und frühchristlich. Und diese Gemengelage lässt ja einiges erwarten. Ne? Und deine persönlichen Highlights? Meine persönlichen Highlights, das ist ja nicht nur das Graben an sich, ne, was ja mein Hobby ist. Meine Kollegen fragen, was hast du denn gefunden? Wenn ich ihnen dann erzähle, was ich gefunden habe, dann sind sie meistens enttäuscht. Ne? Die erwarten solche Statuen, Köpfe. Nicht? Nein, es geht ja eigentlich nur um die Befundlage. Das ist ja schon interessant genug. Servus, du bist ja bei einer archäologischen Grabung jetzt als Laie dabei. Was treibt einen Laien dazu, Mühsal, Sonne und Arbeit auf sich zu nehmen? Also Mühsal möchte ich gleich am Anfang mal abstreiten, das ist es nicht, weil es macht Spaß. Arbeit ist es natürlich, aber Arbeit eigentlich, die man gerne macht, weil man dem eigenen Interesse folgt. Und für mich, der Grund war eigentlich der, dass ich mich schon seit ewigen Zeiten für Geschichte interessiert habe. Und man durch eine Ausgrabung eigentlich so Geschichtszahlen und brachliegende Fundamente mit Leben füllen kann. Und man feststellt, wie früher die Leute gelebt haben. Und das macht das Ganze eigentlich doppelt interessant. Ich glaube schon. Aber hast du das Gefühl, dass du die Archäologie jetzt in der Woche besser verstehen gelernt hast? Wie siehst du denn deinen... Gibt es einen geistigen Reifungsprozess oder ist das jetzt nur das Wunschdenken eines Veranstalters, dass man in der Woche dann wirklich die Archäologie besser versteht? Reicht eine Woche dazu aus? Also ich muss sagen, ich bin Frischling. Ich nehme das erste Mal an so einer Ausgrabungswoche teil. Meine Erwartungen waren eigentlich relativ gering und sind wirklich übertroffen worden, weil man hier nicht nur praktische Arbeit macht, sondern bekommt auch Theorie vermittelt und man bekommt auch gezeigt, wie man etwas macht und wie man das zu werten hat. Und von daher bin ich also völlig zufrieden mit Designwochen. Ja. Also Sie haben jetzt schon ein paar Tage bei der archäologischen Ausgrabung mitgearbeitet. Wie geht es Ihnen dabei? Ja, ich bin ein bisschen erschöpft schon und sehr verschwitzt. Ja, natürlich. Ja. Macht wirklich Spaß. Also Sie haben beruflich mit der Archäologie bis jetzt wahrscheinlich wenig zu tun gehabt? Überhaupt nicht, aber es war immer mein Traum, Archäologin werden. Ja, und jetzt im Alter versuche ich halt das etwas zu erfüllen. Und da hier am Frauenberg, das ist als Ort, glaube ich, auch sehr schön, das haben oder? Ja, wir haben uns ausgesucht, weil wir noch nie hier waren und das ganz was Neues ist. Und verschiedene Sachen hier, also das ist wirklich toll. Also Sie sind zufrieden, können Sie sich das vorstellen, auch wieder einmal zu machen? Ja, es ist schon mein drittes Mal und ich werde sicher weiter. Aha. Ganz bestimmt. Jetzt bist du schon fast eine Expertin. Was sind denn das für Stücke? Die habt ihr jetzt, glaube ich, selber gegossen, oder? Richtig. Das hat ein Mitarbeiter von der AGE sehr professionell gemacht. Das ist hier ein kleines Messer. Das hat auch wunderbar geklappt. Also da wurde erst Wachs in Lehm. Der Wachs ist dann herausgeschmolzen worden, dass wir eine Form hatten. Und da wurde dann die Bronze reingegossen. Dann haben wir noch ein kleines Beil gemacht. Und hier noch so ein Relief. Das ist eine Pfeilspitze. Und was gefällt dir am besten?
Das Messer, ganz klar, das ist perfekt. Na, genau. Schaut doch fast wie ein Honorar aus eigentlich. Gell? Wunderbar. Bedanke mich sehr. Ja, gerne. Servus. Ja.